Ja, hallo, ich bin der Konstantin Kerschbaumer. Ich bin Tobi Mohr und das ist Wer weiß Erste Frage. Nennt mir alle deutschen Meister seit Bundesliga-Gründung. Wer von euch möchte anfangen? Wollt ihr Schere, Stein, Papier spielen? Vielleicht ist es ein Vorteil oder. Alter vor Schönheit, oder? Okay. Dann beginne ich gleich mal. Bayern München. Borussia Dortmund. VfB Stuttgart. VfL Wolfsburg. Werder Bremen. FC Schalke 04. Nicht? Nee, nee, das war vor der Echt Bundesliga-Gründung. jetzt? Ja. Ja, die Blau-Weißen. Kaiserslautern. Erster FC Köln. HSV. Ja, da fällt mir gerade nichts ein, muss ich sagen. Ist bitter. Ja, das ist wirklich bitter. Hertha BSC Berlin. Ich glaube, es geht schon um mich die Runde. Vielleicht hau ich noch irgendwann raus jetzt. Wie lange hat er noch Zeit? Keine Ahnung, weiß nichts. Was wäre es gewesen? Also, wir hätten noch 60 München gehabt. Boah, das hätte ich mir nicht Nein, gedacht. die Hätte ich nicht 60er. gesehen. Ja. Eintracht Braunschweig, Oh. Nürnberg und Borussia Mönchengladbach. Das gibt's ja gar nicht. Werden wir mal eine Stufe schwieriger. Wir haben ja schon Klasse. gesagt, heute geht es um Meisterschaften. Aha. Und jetzt dürft ihr mir alle Meister der zweiten Liga nennen, und zwar seit 1981, seitdem wir eine eingleisige zweite Bundesliga haben. Ich hoffe, falls das jetzt zu viele Leute sehen, Greuther Fürth. VfB Stuttgart. RB Leipzig. Sind die auch nicht Das Erster ist ja geworden? nicht Ja gut, das ist ja, das ist Schiebung, sage ich. Ganz schlecht. Ingolstadt. Eieieiei. Wer ist denn letztes Jahr Erster geworden? Union ist Relegationsplatz. Und Hochgang ist Paderborn und Köln. Ja, ich sage jetzt mal Köln. Der war wichtig. Das Jahr Jetzt kommst du davor mir ins Grübeln. Das Jahr davor ist Nürnberg und sag jetzt mal einfach Fortuna Düsseldorf. Ich sag, Nürnberg ist auch schon mal als Erster aufgestiegen. Der war wichtig. Der war echt wichtig. Nur noch für Aufsteiger. Mainz 05. Arminia Bielefeld. Das war auch wichtig. Aber jetzt wird es nämlich richtig schwer sein. Nein, da ist es. Nein. Augsburg. Einen habe ich noch in der Schatulle. Jetzt ist die Frage, habe ich den Schlüssel dafür? Ja. Ich sage jetzt einfach mal Kaiserslautern. Boah, der war wichtig. Sag mir bitte, dass das nicht der war, den. Na, ich habe Hertha BSC Berlin. Ah! SC Freiburg. Risiko mache ich jetzt mal Hoffenheim. Dedede. Wer war noch? Wir sind hier bei Wer weiß mehr, meine Damen und Herren. Wir hätten noch Schalke 04, Alles. Waldhof Mannheim, Boah, Schalke hätte HSC. ich sogar noch gesagt. Einfach so. Dann hätten wir noch, da wäre ich selber nie drauf gekommen, FC Homburg 08. Echt? Ja. Hannover 96, Stuttgarter Kickers, Bayer Uerdingen, FC Saarbrücken, VfL Bochum, Hansa Rostock, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach. Also. Ja gut. Ja, schön, schön.
Wir werden jetzt noch sozusagen eine Stufe schwieriger. Vielleicht könnt ihr euch schon denken, genau. Boah, da bin ich. Seit Einführung 2008, 2009. Einen müsstet ihr auf jeden Fall wissen. Ja, ich fange jetzt an, oder? Ja. Ja. Das ist schade. Ja. Der FCH. Ja, ich sag jetzt mal KSC. Ja. Duisburg. Gibt's ja nicht. Ja. Es sind noch 7 Vereine jetzt. Das ist gar nicht mehr so viel. Die Frage ist... Magdeburg. Paderborn. Bielefeld. Ah, das hätte ich ja wissen müssen. Ist nicht so schlimm. Regensburg. Zweiter Strich. Jetzt können wir es natürlich zeitlich runterspielen. Sind halt alles Aufsteiger, aber... Ich versuche natürlich jetzt noch einen rauszuhauen. Mann! Ah, Darmstadt kann sein. Darmstadt ist jetzt nicht aufgeschrieben. Nein, aber ich meine so. Generell. Tatsächlich gedreht. Ja, gedreht, das ist phänomenal. Ich freue mich. Vielen Dank. Das war trotzdem traurig. Als Deutscher ja, danke. Muss das eigentlich so sein. Ja, das stimmt. Wolltet ihr noch wissen, wer es noch alles gewesen wäre? Ich bitte darum. Union Berlin, Eintracht Braunschweig, der SV Sandhausen. Sandhausen ja, wollte ich nennen. Und der VfL Osnabrück. Osnabrück. Es ist, bei Wer weiß mehr, es ist auch ein Trauerspiel gewesen. Nächstes Mal bitte andere Fragen, dann. Ja. War nett. Ja, danke.